Guten Morgen zusammen. Wir sind hier im Detmold, dem Gründercafé, und ich möchte gerne unsere Referenten vorstellen. Herr Wittmann, worüber werden Sie heute referieren? Ich darf heute Morgen die Arbeit des Kompetenzzentrums Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes vorstellen, werde also einleitend ein paar Worte zur Kultur und Kreativwirtschaft selber sagen, diese vorstellen und darauf aufbauen die Entwicklung, wie wir uns gegründet haben, also uns selber auch gegründet haben und wie unsere tagtägliche Arbeit in der Beratung von Kultur- und Kreativunternehmen aussieht und vor allem die Orientierungsberatung, die ich halt in NRW für das Kompetenzzentrum durchführe. Herr Hoffmann, Ihr Vortrag ist als zweiter an der Reihe. Worüber werden Sie denn referieren? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und ich spreche heute über Crowdfunding und Crowdinvesting und werde das anhand eines Best-Practice-Beispiels der Karma-Chucks, die ich crowdducen durfte mit der Crowd zusammen, so ein bisschen erläutern und freue mich auf rege Beteiligung und eine anschließende Diskussion. Ja, mein Name ist schon gesagt, Oliver Wittmann, und jetzt kommt der charmante Titel. Ich bin der regionale Ansprechpartner für Nordrhein-Westfalen im Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes. Ja, und das an einem Morgen um die Zeit. Ich übe das jetzt seit anderthalb Jahren, deswegen läuft es ganz gut. Was sich dahinter verbirgt, das werde ich jetzt eine Stunde lang versuchen zu erklären. Und deswegen, aufgrund dieser Kleinteiligkeit und dem Vorteil von uns, ich bin Mikrounternehmen, sind wir als Kompetenzzentrum auch so aufgebaut, wie wir aufgebaut sind? Die Struktur ist eine dezentrale. Diese Art der Finanzierung gewählt, Crowdfunding. Und Crowdfunding ist im Prinzip ein demokratisches Finanzierungsmodell, was dir ermöglicht, ohne Risiken im Prinzip an Geld zu kommen und auch noch von der Crowd und deren Schwarmintelligenz, die sie dir ja gibt, weil sie dein Projekt unterstützt, zu profitieren. Und im Prinzip ist das dieses Gebilde hier, Startnext, ist eine der ist momentan die größte deutsche Crowdfunding-Plattform, ist auch Marktführer, ist im Prinzip der Vermittler. Gibt eine Plattform zur Verfügung, wo Projektstarter ihre Idee kommunizieren können. Die Crowd, die sich auf Startnext tummelt, findet deine Idee. Wenn sie davon überzeugt ist, gibt sie nicht direkt dir Geld erstmal, sondern sie gibt der Fiederbank Geld. Sie überweist quasi dieses Geld, also schon dir, ja, aber zwischengeschaltet ist die treuhänderische Fiederbank, die im Prinzip das Geld verwaltet, solange bis die Projektidee erfolgreich ist. Erst wenn die erfolgreich gefundet ist, also angenommen, er braucht 34.000 Euro und 34.000 Euro kommen zusammen, erst dann schüttet die Bank dieses Geld frei. Wie fanden Sie den Vortrag von Shai Hoffmann? Ich fand ihn sehr interessant. Ich fand es auch sehr wichtig, dass man mal dieses Thema Crowdfunding auch in die Hochschule bringt, weil es eben auch eine Möglichkeit ist, für Studierende Projekte ohne große Eigenfinanzierung zu starten. Und insofern fand ich es einen sehr schönen Vortrag. Er hat ja auch sehr gut die Studierenden angesprochen, hat ein Produkt gehabt, das die Studierenden auch anspricht. Insofern fand ich das wirklich sehr interessant. Ich fand es sehr schön, sehr interessant, sehr glaubwürdig rübergekommen, der Kollege, und hat den Background im Kopf erweitert. Also viele, viele Anregungen bekommen, wie Crowdfunding denn eingesetzt werden kann. Sicherlich nicht für alle Bereiche, gut geeignet, aber insgesamt eine ganz belebender Input. Der zweite Vortrag hat mir sehr gut gefallen, weil auf jeden Fall Ideen dabei waren, wo ich vorher mir wenig Gedanken zu gemacht habe und auch über die Umsetzbarkeit wenig Ahnung von gehabt hätte.